Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia 2. Wir können heute mit der Hauptgeschichte weitermachen, sobald wir den nächsten Teil unserer Schulden abbezahlt haben. Und dementsprechend habe ich mich offscreen um ein paar Aufträge gekümmert. Ich glaube, zwei, drei um den Dreh. Fun Fact dazu, ich musste Monster bekämpfen. Und bis zu dem Zeitpunkt, als ich die Monster dann alle besiegt hatte, hatte ich die Kämpfe alleine schon genug Geld gesammelt. Dementsprechend, eigentlich könnten wir schon zahlen. Das ist das Traurige daran. Aber die Aufträge gebe ich trotzdem noch ab. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Während des Auftrags Nova so, hallo, Geld. Und ich so, hä, wo kommt das ganze Geld her? Genau. Dann können wir einmal den Auftrag abgeben. Und den auch. Und dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug Geld und auch noch ein paar Punkte gesammelt. Weil ich glaube, alle Aufträge werde ich wahrscheinlich eh nie machen können. Weil da müsste ich, glaube ich, extrem für farmen und so spannend sind die wahrscheinlich auch nicht, ehrlich gesagt. Da konzentriere ich mich, glaube ich, lieber auf andere Sachen. So, 3, 2, 1, Nova. Ja, du kriegst ja dein Geld. Alles gut. I haven't been any help to you at all. I'm so sorry, Luger. No. We've completed preparations in accordance with directions from President Bakor. Please make your way to the Spurious offices with all due haste. I'll be waiting for you. So be it. Okay. Oh, prinzipiell habe ich das Goldabzeichen, wenn ich meinen ersten Spielstand noch dazu rechne. Yay! Dann doch einmal hier und dann noch einmal abbiegen. Weil ich sag mal, wir haben ja sowieso sonst, glaube ich, nichts mehr zu tun. Ich werde aber einmal kurz schauen. Ich glaube, wir haben alles erledigt. Dann können wir auch direkt dahin latschen. Hier lang? Ja. Ich bin jetzt schon so oft durch Triglyph gelaufen, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich lang muss. Es sieht aber auch alles irgendwie gleich aus. Wobei, anders ausgedrückt, es sieht nicht alles gleich aus. Man erkennt schon sofort, in welchem Gebiet man ist. Aber die Kreuzungen sehen alle gleich aus. Das ist unglaublich irritierend für mich. Gut, dann gucken wir doch mal. Ich sag mal so, wir haben unser Ziel klar vor Augen. Wir wollen nach Kanan reisen, um uns dort zu wünschen, dass die ganzen Fractured Dimensions verschwinden und unsere Hauptdimension nicht mehr bedrohen. Allerdings, Beasley ist nicht der netteste Zeitgenosse, Rideau ist sowieso nicht der netteste Zeitgenosse und Alice ist in das Ganze jetzt auch noch mit verstrickt worden. Dementsprechend machen wir uns lieber auf das Schlimmste gefasst und hoffen aber das Beste. Ich glaube, das klingt ganz gut. So bin ich hier, glaube ich, damals auch reingerannt, weil ich meine, es ist ein Tales-Spiel. Tales-Spiele haben gerne mal richtig miese Situationen und Plot-Twists. Deswegen habe ich mich da lieber drauf gewappnet, dass jetzt irgendwas kommt von wegen, wir haben Elle als Geisel, du musst tun, was wir von dir verlangen. Wobei, das müssen wir leider sowieso irgendwie. Nee, aber wie gesagt, ich habe mich, gerade als ich ihn gesehen habe, dann schon mal so auf das Schlimmste vorbereitet. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, was die jetzt von uns wollen. Ich sollte ja auf jeden Fall nicht reinrennen. Das finde ich immer ganz nett, dass man sich wirklich darauf vorbereiten kann, dann weiterzumachen. Die Hauptgeschichte fortsetzen, ja bitte. Kapitel 14. Mission erfüllt. Welcome back. Hold your horses. Only authorized personnel pass this point. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Ich kann auch allein gehen? Kommt ihr mit mir? Wir sind hier schon so oft zusammen reingelatscht, also kein Grund, jetzt hier eine Szene zu machen. You'll come with me? Of course. We didn't come here just to sit in the lobby. Very well. If that's Vice President Kresnik's decision, I will abide by it. Huh? Luger's been made Vice President of Spurious? Correct. His promotion is effective immediately. You may use the CEO's office as you see fit, until he returns from his departure. This way. Okay. Promoting Luger to Vice President out of the blue. They're up to something. Sehe ich genauso, Rolo. Before we jump to any conclusions, let's go get the whole story. Das auf jeden Fall, aber ich sag mal so,
Die haben uns ja von vornherein wie Dreck behandelt hier und mit uns gemacht, was sie wollten. Das kann man, glaube ich, gar nicht anders ausdrücken. Und dass wir jetzt plötzlich so befördert werden, ich meine, ist schön, vielleicht kriege ich mehr Geld, vielleicht kann ich meine Schulden besser abbezahlen. Kriege ich überhaupt Geld von denen, ist die andere Frage. Aber ja, es ist schon so ein kleines bisschen verdächtig, sag ich mal. Und ich glaube, Rideau fand das auch gar nicht so witzig. Generell habe ich so das Gefühl, Rideau findet das alles gar nicht so angenehm, weil er irgendwie nicht so sehr gebraucht wird wie Luga. Ich meine, wir mussten die ganzen Waymarker beschaffen und wir wurden jetzt befördert. Ich glaube schon, dass ihm das so gar nicht passt. Okay, dann Büro des Generaldirektors. The CEO has left you a message. Luger, if you're watching this, know that I intend to travel to the land of Canaan and put an end to Origin's trial. This'll be interesting. But not before I tell you the full story. You see, it was all a game. The fractured dimensions, Canaan, all of it. Just a giant game, created by the primordial spirits. Kronos, Maxwell, and Origin. That's right. And they've been playing it ever since humanity figured out Spyrex 2 millennia ago. The three spirits disagreed over whether humans could truly control Spyrex technology or not. So they devised an experiment to reveal mankind's true nature. They wanted to see for themselves if human beings were capable of resisting the temptation of ultimate power. This was before the schism, you see. Back in the old days when Maxwell still trusted humans. So the Chromatis was a test. Kronos granted the Chromatis to the Kresnik family as a means to measure how well humans can suppress their base desires. If someone reaches the Great Spirit Origin before a million divergence catalysts appear, mankind passes the test. If no one does, then mankind fails and the spirits leave. That was their pact. But here's the catch. The game was rigged right from the very start. As was passed down, Origin will grant the wish of the first human who comes before him. No human could resist such a prize. It fostered greed amongst the people. As a result, the Kresniks were constantly at war over it. Thanks to all of their bickering, catalysts and fractured dimensions have multiplied like rats. A vast number of people across all the dimensions transformed into catalysts, and as a result, were destroyed. It's likely now that their number is approaching 1 million. The Spirius Corporation was established to put the brakes on this whole disaster. I haven't forgotten the reward I promised. You no longer have to worry about that pesky loan. Now, just leave the rest to me. I will create the world that your generation deserves. Hey, Luger! You're not gonna believe what just happened! The bank president stopped by just now, and guess what? He said that I don't need to bug you about your loan anymore! What? How'd you manage to pull that off? Wait, you're not blackmailing anybody, are you? You verified the reward. Bakor left for the land of Canaan, correct? Yes. He promised to tell us how to get inside. I wasn't informed. All right, if that's how you want to play it, then let me ask you this. How does he plan to make it past Kronos? The Chromatis came from Kronos. Bakor wouldn't be able to use it against him. I don't know. What happened to El? Excuse me, I'm running late for a meeting. You know, I'll bet you that the CEO is planning to use El to kill Kronos. Director Rideau! I believe our guest's business has concluded here. We're not finished here! Mm-hmm.
Ja, ne? Ich würde mal behaupten, das war so ziemlich eine der wichtigsten Szenen im ganzen Spiel, weil die uns letztendlich alle fehlenden Antworten liefert. Ich meine, wir wussten von der Prüfung, klar, und wir haben auch hier und dort einige Infos bekommen, aber das nochmal komplett zusammengefasst zu bekommen, war damals für mich sehr hilfreich und irgendwie auch sehr schockierend. Ich meine, dass Origin, Kronos und Maxwell quasi dieses Abkommen gemacht haben, da kann Mila ja nichts von wissen, weil sie ja erst vor kurzem zu Maxwell wurde, dementsprechend, die war nicht involviert, die wusste da nichts von. Aber einfach die Tatsache, dass sie das vor 2000 Jahren beschlossen haben, als die Spyrix zum ersten Mal aufgetaucht sind und die sich wahrscheinlich unsicher waren, ob das so eine gute Idee ist. Ich erinnere an eine Szene aus dem ersten Teil, wo Mila mit Jude gesprochen hat, von wegen, sie möchte nicht, dass die Menschen so viel Macht haben, weil du einem Kind ja auch kein Messer in die Hand drücken würdest. Weil das einfach viel zu gefährlich ist, weil das Kind nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Und das ist hier quasi das Gleiche. Aber einfach die Tatsache, dass sie diese Prüfung geschaffen haben, die während Xillia 1 ja schon lief und wir hatten keine Ahnung davon, das finde ich halt echt krass irgendwie, dass das Ganze irgendwie nur ein Spiel war. Wie so ein Schachspiel irgendwie, dass die Menschen sich beweisen müssen und dass Kronos diese ganzen Fractured Dimensions gar nicht geschaffen hat, sondern einfach nur den Kresniks, Mila Kresnik war ja die erste Person, die Maxwell jeweils beschworen hat, wahrscheinlich deswegen vielleicht, dass die Familie Kresnik einfach diese Macht bekommen hat, des Chromatos, und sich irgendwie das eigene Grab geschaufelt hat. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn du einer Familie so viel Macht gibst und dann die Aussicht, dass man in Kanan einen Wunsch erfüllt bekommt, Menschen sind verdorben. Es ist einfach so. Und dementsprechend war es wahrscheinlich auch abzusehen, dass die sich früher oder später selbst zerstören werden mit dem Chromatos. Deswegen, wie sie schon sagten, das Spiel war von vornherein unfair. Es war klar, was passiert. Und dadurch sind die ganzen Katalysatoren entstanden, die haben sich gegenseitig abgeschlachtet und die ganzen Fractured Dimensions sind entstanden. Und wir sind quasi jetzt kurz davor, das Spiel zu verlieren. Weil wir ja kurz vor der Million Fractured Dimensions quasi sind, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Also, wie gesagt, ich fand das damals so krass. Vieles davon habe ich gedacht, ja gut, ergibt Sinn auf Grundlage dessen, was wir jetzt irgendwie schon in Erfahrung gebracht haben. Aber einfach die Tatsache, dass es für die drei irgendwie so ein Spiel war, einfach um zu gucken, ob die Menschen würdig sind oder nicht, das ist schon krass, finde ich. Ich meine, du kannst sie natürlich irgendwie so als Götter abstempeln in gewisser Weise, gerade Origin vielleicht. Aber die Tatsache, dass sie in dem Punkt Gott spielen und sagen, ja, mal gucken, wir spielen einfach mal ein simples Spiel und schauen wir einfach mal, ob die Menschen es schaffen, das zu überleben und nach Kanan zu reisen. Also, das war halt damals schon so ein Schock für mich, gerade dass es halt während Xillia 1 auch schon so passiert ist. Also das war für mich schon so ein riesiger Plot-Twist, dass es nicht einfach nur eine Prüfung ist in irgendeiner Form, sondern für die irgendwie tatsächlich so ein Spiel, um zu gucken, ob die Menschen würdig sind oder nicht. Könntet ihr ergründen, was mit Chromatos-Trägern passiert? Ja, vor allen Dingen auch die Tatsache, Also Beasley hat halt schon so diese typischen Tales-Antagonisten-Vibes, finde ich. Dieses, er hat eigentlich ein gutes Ziel, er will halt eine friedliche Welt erschaffen, er will diese Dimension retten, aber seine Methoden sind halt doch irgendwie zweifelhaft. Generaldirektor Beasley ist ein Chromatos-Träger. Überprüft man jedoch die Berichte der letzten 20 Jahre, gibt es keinen Hinweis darauf, dass er ihn je anwendete. Es gibt nur eine Notiz, wonach ein gewisser Victor vor 22 Jahren gegen Kronos kämpfte, aber genaue Details sind unbekannt. Interessant, auf jeden Fall. Ich bin aber auch nicht so ganz sicher, ob Beasleys Chromatos tatsächlich echt ist oder künstlich. Rideau hat auch einen und es ist irgendwie, also die können natürlich alle auch weitläufig verwandt sein, ganz klar. Ich meine, die müssen ja nicht alle richtig nah wie Julius mit mir verwandt sein. So eine Familie hat ja auch viele Wurzeln, aber muss auch nicht sein, ne? Ich traue denen auch zu, dass sie die Macht irgendwo anders herhaben, auf jeden Fall. Nee, aber wie gesagt, das fand ich schon echt krass. Und dass Beasley eben diese Ausstrahlung hat, von wegen, Rideau ist weiter unten. Ich will ja eigentlich nur helfen, aber meine Methoden sind irgendwie nicht so dolle. Ähnlich wie Gaius im ersten Teil, ne? Der hatte auch gute Absichten. Aber so ansonsten, Büro des Vizegeneraldirektors. Ach, das ist mein Büro. Da fehlen noch ein paar Pflanzen. Da ist doch eine Truhe. Ja, die nehme ich auch mit. Geschäftsoutfit. Und schicke Frisur. Irgendwie bezweifle ich, dass die wirklich schick ist. Ja, und dass er halt El benutzen möchte, um irgendwie nach Kanan zu gelangen oder eben Kronos zu besiegen. Ich meine, sie ist der Schlüssel von Kresnik, das haben wir ja auch schon gehört.
Schicke Frisur. Naja, die ist jetzt auch nicht so viel anders. Ja, nein, ich glaube nicht. Aber schön, dass wir das jetzt haben. Also ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, sehr aufschlussreich. Und irgendwie ein bisschen mindblowing vielleicht auch. Okay. Dann gehen wir auch erstmal weiter nach unten, weil Redo ist ja auch unterwegs nach unten. Wir halten aber erstmal auf Etage 30, meine ich. Ich habe es nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Ah ja, hier ist sogar Redo. Perfekt. Ich wusste gar nicht, wo der ist. Ich wollte eigentlich was anderes hier erledigen. Aber schön, dass er auch auf dieser Etage ist. Nee, ich wollte noch was anderes machen. Ich muss aber erstmal den Raum dafür wiederfinden. Ist das hier sogar der richtige? Das ist jetzt für euch wahrscheinlich etwas seltsam, was ich hier tue, aber das hat tatsächlich Hand und Fuß, glaube ich. Seit das Land Kanan aufgetaucht ist, erzählen Berichte davon, dass die Geisterenergie der Hauptdimension sich wie wild ausbreitet. Wahrscheinlich das Auftauchen von Kanan dazu geführt, dass die existierenden Splitterdimensionen aktiver geworden sind. Nur wie gesagt, wenn wir eh kurz vor Ende sind, dann brauchen wir die jetzt auch nicht mehr zu zerstören, dann müssen wir nach Kanan. Es gibt unendlich viele Kluften zwischen Zeit und Raum und jede der Welten schwebt darin wie eine Blase. Das ist die Struktur von Zeit und Raum. Die große Blase in der Mitte ist die Hauptdimension und das andere sind die Splitterdimensionen. Oh. Für Chromatos-Träger, die zu Streukatalysatoren werden, kann das zweierlei Konsequenzen haben. Sie können ihre menschliche Form beibehalten oder von anderen Leuten oder Gegenständen Besitz ergreifen. Das ist halt der Punkt, was ich mich auch schon gefragt habe. Wenn nur Kresnik-Leute zu Streukatalysatoren wären, wir hatten ja schon Musée, wir hatten Wingull, wir hatten Random Erz, wir hatten eine Random Katze. Ich glaube nicht, dass die alle irgendwie mit mir verwandt sind oder sie sind irgendwo angeheiratet, man weiß es nicht. Besonders das Random Erz. Aber hier haben wir, glaube ich, nochmal die Erklärung dafür, dass man von anderen Leuten oder Gegenständen Besitz ergreifen kann. Man weiß nicht wieso, aber es heißt, es sei ein spontaner Wandel, der zum Ziel habe, die ideale Welt zu erschaffen, die sie sich zu Lebzeiten erträumt hatten. Das war auf jeden Fall nochmal eine sehr wichtige Info, weil das fand ich irgendwie auch seltsam. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Notfallcode Ausbildungszentrum, wo ist mein Stift? By the way, der ändert sich bei jedem Playthrough. Und ich meine sogar, der ändert sich an jedem Tag. Also es ist, glaube ich, nicht der gleiche, den wir damals hatten, als wir hier unterwegs waren. Aber er ändert sich auf jeden Fall bei jedem Durchspielen. Dementsprechend sollte man dann immer noch mal hier vorbeikommen. So 5240574. Habe ich. Man weiß ja nie, ne? Wenn der hier so rumhängt, kann man ihn ja ruhig mal mitnehmen. Kann man vielleicht gebrauchen, ne? So, Redo. Du stehst natürlich da ganz hinten. Und was ich auch ganz interessant fand, ich glaube, Vera wusste, was mit L ist, aber wollte es bewusst nicht aussprechen. Und ich glaube, Redo hat es ausgesprochen, um uns vielleicht so ein bisschen zu provozieren. Deswegen kann man, glaube ich, gespannt sein, was jetzt passiert. Forgive me for my silly comments back there. How might I help the new Vice President? Was hat Bakur mit L vor? Sagt einfach, was ihr vorhin sagen wolltet. Boah, diese falsche Freundlichkeit ist ja widerlich. What's Bakur going to do with L? Sorry, but I'm afraid that is top secret. L was the true key of Kresnik. Origin's power flows through the key. One only comes along every few generations, and the key is the trump card in the trial. As you can imagine, he or she is always at the center of Kresnik's family feuds. The most recent key was the CEO's wife till she was killed. Not that you have any relation to that one. Ha, das hatte ich auch nicht mehr im Kopf, dass das so direkt andeutet. Es ist vor allen Dingen interessant, dass quasi in den Familien oder in der Kresnik-Familie alle paar Generationen dieser Schlüssel von Kresnik geboren wird, der halt besonders special ist. In diesem Fall L, die bei uns zwar noch nicht geboren ist, aber ja, zumindest in der Fractured Dimension war es ja dann so. Und die Tatsache, dass Beasleys oder Bakurs, ich verwechsel immer, was sein Vor- oder Nachname ist, ich glaube Beasley ist der Vorname, aber ihr wisst, wen ich meine, dass Bakurs Frau der letzte Schlüssel von Kresnik war, ist natürlich schon sehr interessant irgendwie, weil er meinte zwar nicht, dass ihr mit ihr verwandt wärt, aber ich sag mal, wenn es aus der Kresnik-Familie stammt, sind wir zumindest weitläufig irgendwo mit ihr verwandt, ganz klar. Also irgendwo ist da eine Verbindung und wenn es über zig Ecken ist,
Nur, ich habe damals auch so gedacht, das hat er jetzt so betont, das klingt ziemlich verdächtig, aber okay. Aber einfach die Tatsache, dass sie der Schlüssel von Kresnik war, das, was mich damals so stutzig gemacht hat, sie war eine Kresnik. Sie hatte dann auch den Chromatos vermutlich, wenn Frauen den auch haben können. Aber Beasley hat auch den Chromatos. Die Sache ist, ich weiß nicht, er kann natürlich auch aus der Kresnik-Familie stammen, weil wenn die sehr weit verwandt waren oder so verzwickt alles war, dass sie dann doch nicht mehr wirklich blutsverwandt waren, okay, kann ja sein. Aber einfach die Tatsache, dass, wie gesagt, sie eine Kresnik war, aber er auch einen Chromatos hat, hat mich damals sehr stutzig gemacht. Und da habe ich mich echt gefragt, ob sein Chromatos natürlich im Ursprung ist oder, wie gesagt, ob das über 1000 Ecken irgendwie ging und er irgendwie auch zur Kresnik-Familie gehörte, aber das einfach so weit auseinander ging, dass es irgendwie keine Rolle mehr spielte. Aber einfach diese Info ist halt schon auch sehr interessant. Bakur's wife was the key of Kresnik? Precisely. The Prime Dimension's true key of Kresnik. Years ago, the CEO used his wife's power in a battle against Kronos. It cost her life. That didn't sit well with the eldest son. He fled the nest and started his own family, or so the story goes. To make a long story short, the only way to reach Origin is to defeat Kronos. And the only thing that will defeat Kronos is the power of the Void, which is wielded by the Key of Kresnik. Of course, the power needed to beat Kronos would immediately transform the Key into a divergence catalyst, and that's the rub. Oh, please, don't try to act so high and mighty. You had no qualms at all about using the girl's power willy-nilly. Luger? Damn you! Ah, you must have heard more details from Rideau. He was only supposed to keep you occupied. I'm sorry for tricking you, but please understand. This sacrifice is necessary to make a world purely for humans. Autsch, würde ich mal behaupten. Wir quatschen gleich noch mal kurz rüber. Lasst uns erstmal die Cutscene fertig angucken. Sag nicht, dass L die Opfergabe ist. Don't tell me L's the sacrifice. Our family's no stranger to sacrifices. We've made many across the years. But know that this will be the final one. When I fulfill Origin's trial, I will wish for all spirits to surrender their will. They will become mankind's loyal tools. What? But do not worry. Their first task will be to eliminate all fractured dimensions. Give me that! Luger, it's me! L? I'm gonna fix it all so you don't have to do scary stuff anymore. I'll use my wish to make sure nobody ever has to disappear again. Mr. Bakur says that only I have the power to do that. So don't come after us, okay? I'm fine, really. I know I broke our promise, so I'm sorry. Forgive me. Elle! I'm sorry. The GHS you are trying to reach is currently unavailable. Please try again. Nothing to do now but leave things to the CEO, I suppose. If we go charging in, he'll just use us, just like he's going to use L. Shut up! Autsch, würde ich mal behaupten. Ich sag mal, Punkt 1, das, was auch offen gesagt wurde, dass eigentlich der Schlüssel von Kresnik in unserer Dimension Bakurs Frau war, die natürlich nicht mehr unter uns weilt und der dementsprechend sich mehr oder minder einen Key of Kresnik aus der Splitterdimension gekrallt hat in Form von L. Ziemlich skrupellos, aber auch ziemlich schlau natürlich, weil das die einzige Möglichkeit zu sein scheint, Kronos zu besiegen.
Und da er hier, wie gesagt, den Schlüssel von Krasnik nicht mehr zur Verfügung hat, hat er sich, wie gesagt, Elle gekrallt, die vermutlich dabei in einen Streukatalysator verwandelt wird und dann getötet wird. Das wollen wir natürlich nicht, nur aktuell gibt es keine andere Möglichkeit, Kronos zu besiegen. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall ansetzen und gucken, dass wir das irgendwie umgehen können, damit wir Elle eben nicht opfern müssen. Und wir müssen nach Kanan kommen, da haben wir ja auch keine Ahnung, wie wir hinkommen. Also prinzipiell ist er uns leider 5 Schritte voraus aktuell. Und das andere, was erwähnt wurde, es wird im Spiel nie deutlicher gesagt als jetzt. Das, was Ridoda von sich gibt und ein paar andere Sachen sind quasi die einzigen Infos. Nur denkt mal an das zurück, was Ridoda jetzt gesagt hat. Oder fangen wir mal anders an. Ridoda meinte ja, Bakur hat mit seiner Frau zusammen gegen Kronos gekämpft und sie ist dabei gestorben. Dem ältesten Sohn der beiden hat das irgendwie nicht sonderlich gut gepasst und dementsprechend hat er sich sein eigenes Leben aufgebaut. Dann Bakur, der schon mehrfach gesagt hat, der Kampf dauert jetzt schon viel zu lange innerhalb unserer Familie an. Dann die ganzen Aufzeichnungen von Julius, die wir hier und dort mal gehört haben, plus die Sidequest, falls ihr euch erinnert, mit dem Opi, also mit dem Typen, dem wir geholfen haben, seine Katze, glaube ich, zurückzuholen, der irgendwie mit Julius in Verbindung stand, der ja auch von seinen Töchtern erzählt hatte und eine davon lebt nicht mehr. Und wenn wir das mal alles so zusammenfassen, haben wir vielleicht ein halbwegs klares Bild der Familienverhältnisse innerhalb der Krasnik-Familie, was allerdings im Spiel nie offen gesagt wird. Es gibt tatsächlich, glaube ich, Entwicklerinterviews und so, wo das alles thematisiert wird. Und ich kann euch gerne am Ende des Spiels auch nochmal ganz genaue Infos dazu geben, wie, was und wieso. Aber ich glaube, die meisten von euch können sich jetzt eventuell auch denken, in welchem Verhältnis all die Chromatus-Nutzer, Ridoma ausgeklammert, stehen könnten. Insbesondere halt Luga, Julius und eine gewisse andere Person. Also ich glaube, da bekommt man definitiv von Rido genug Informationen, um das irgendwie halbwegs ordnen zu können, um sich zu denken, oh scheiße. Also gerade die Aussage mit dem, ja, der älteste Sohn fand das irgendwie nicht so dolle und ist dann gegangen. Ne? Ich glaube, ich muss da nicht mehr zu sagen, wie das im Zusammenhang steht. Aber wie gesagt, ganz am Ende vom Spiel, wenn wir durch sind, weil es wie gesagt auch nicht näher thematisiert wird, sondern immer nur so ein bisschen angedeutet wird, damit der Spieler sich denkt, oh, da werde ich euch nochmal ganz genau erzählen, was vorgefallen ist und wie alles zusammenhängt, wie es halt in den Entwicklerinterviews, das ist auch ein schweres Wort, wenn man das schnell sagen will, thematisiert wird. Aber das können wir uns dann für später aufsparen. Für den Moment reicht das, glaube ich, heute alles für ein bisschen Mindfuck. Definitiv. Und ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia 2 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.